Und so sieht die Fläche jetzt aus. Also wie gesagt, das ist dann schon ordentlich. Genau, was haben wir sonst noch gemacht auf dem Betrieb? Eben die Variante mit Gruber oder Scheibenhecke weitergemacht auf einer anderen Fläche. Wenn mal starker Mäusebefall ist oder sehr starke Unebenheiten, dann bevorzugen wir diese Variante. Funktioniert auch sehr gut mit der Sämasche, genau wieder angesät und eben dann anweisen mit der Büttlerwalze. In unserem Fall, wenn wir eine Fällebene haben. Das einzige Problem ist, aus der Kreisenecke kommen die Grasbollen raus, sag ich mal, die Wurzelballen. Und es stellt sich so ein bisschen immer als Problem dar, weil diese Ballen, diese Wurzelballen, drückt keine Walze in den Boden ein. Beim ersten Mal Schwaden, also erst einmal nähen, Schwaden, muss es so sein, dass diese Ballen mit reingeschwadert werden. Vor allem, das heißt, das erste Mal das Futter von dieser Fläche mit Gruber oder Schäbchen-Ecke bearbeitet, muss weggefahren werden. Das kann nicht an das Milchvieh gehen. Bei uns geht es dann vielleicht mal an die Bullenmast, Grundballen, Bullenmast verfüttern. Dann ist es okay, aber nicht an das Milchvieh. Und so sieht die Fläche jetzt aus. Also wie gesagt, das ist dann schon ordentlich. Okay, wie gesagt, der kommt bei uns im Dauergrünland, definitiv. Aber nicht bei jedem Schnitt ist er sichtbar. Oder auch mal so ein paar Blümchen, aber die kommen dann auch mal von drin. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.